100 Jahre Rundfunk. Das wollen wir zum Anlass nehmen, einen Blick auf die Nachhaltigkeit der Rundfunkübertragungsstandards zu nehmen. Ja, werfen wir einen Blick auf die Nachhaltigkeit der verschiedenen Rundfunkübertragungsstandards. Wir sehen hier auf der Zeitschiene 1923 der Sendebeginn des ersten regulären Rundfunkprogramms in Deutschland im Foxhaus Berlin. Das ist ja dieses Jubiläum heuer, diese 100 Jahre. Und Mittelwelle war dann im Gebrauch sozusagen bis 2015. Dort ist der letzte Mittelwellensender eingestellt worden, hier in Bayern. Das war der Sender Ismaning, der das erste Programm gesendet hat. Das heißt also, dieser Standard hat 92 Jahre lang gehalten. Wenn Sie einen Detektorempfänger von 1923 mit Kopfhörer nehmen, dann konnten Sie bis 2015 da auch noch dieses Mittelwellenprogramm empfangen und hören. Mit UKW ist es so, dass am 28. Februar 1949 der erste UKW-Sender in Deutschland in München-Freimann in Betrieb ging. Und jetzt ist die Abschaltung von UKW geplant für 2029. Das sollte politisch gewollt schon früher gemacht werden, aber jetzt im Moment ist 2029 im Visier. Das bedeutet, UKW hat dann 73 Jahre gehalten. Das ist also schon weniger als die 92 Jahre. Und hier kann man auch sagen, ein UKW-Empfänger, das waren ja dann alles Super-Empfänger mit Röhren-Empfangstechnik zu dieser Zeit. Wenn die Röhren noch gut sind oder ersetzt werden, können Sie mit so einem UKW-Empfänger heute noch UKW-Stationen empfangen. Ja, dann die digitalen Übertragungsverfahren, DAB, Digital Audio Broadcast, ist 1999 in den Regelbetrieb gegangen und ist dann 2011 eingestellt worden. Und das war ein Verfahren, das die Codierung, das hat sich Musicam genannt. Und die Empfänger waren dann 2011 wertlos. Man konnte sie nicht mehr verwenden. Es ist dann DAB Plus eingeführt worden mit einem höheren höheren Datenreduktion. Das also 2011 Start von DAB Plus und das läuft bis heute. Dort wird dann mit MPEG 4 kodiert. Wie wir sehen über die Zeit, die Zeitspanne, in dem ein Standard für die Radioübertragung benutzt wird, wird immer kürzer. Was können wir dazu sagen? Die digitale Audiokodierung, also die stetige Erhöhung der Effizienz bei der Datenreduktion, also neue Kodierverfahren sind das, erfordern neue Hard- und Software. Was hat es aber zur Folge? Wenn wir jetzt auf DAB und DAB Plus blicken, dann ist es bisher ja eigentlich nicht die Erfolgsgeschichte. Es laufen noch viel, viel mehr UKW-Empfänger als DAB Plus-Empfänger. Und wenn das so ist, was macht man dann? Man macht ein Gesetz und im aktuellen Telekommunikationsgesetz heißt es dann, bei Neugeräten für das Auto und bei Heimgeräten mit Display ist DAB Plus ab 21. Dezember 2020 Pflicht. Ist ja prima, diese Geschichte, wenn man das Gesetz regelt. Es hat aber zur Folge, wenn man dann an die UKW-Abschaltung denken, das ist ja das Ziel, das politisch verfolgt wird, dann wird sich ja, wie zu sehen ist, eine Menge Schrott ergeben. Laut dem Digitalisierungsbericht
2021 der Landesmedienanstalten gibt es mehr als 149 Millionen Radiogeräte in Deutschland. Ich halte es für zu wenig, denn wenn wir uns überlegen, 40 Millionen Haushalte, in einem Haushalt ist bestimmt ein UKW-Empfänger im Wohnzimmer, im Bad vielleicht noch einer und als Radiowecker ebenfalls einer und dann einer im Auto. Also wir kommen bestimmt auf mindestens 4 bis 5 Geräte, das jetzt mal 40 Millionen Haushalte, dann sind wir schon bei 200 Millionen. Aber rechnen wir mal mit den 149 Millionen Radiogeräten in Deutschland und rechnen wir mit 2 Kilo Gewicht im Durchschnitt. 2 Kilo, wenn wir hier jetzt einen altbewährten Grundig Satellit 2100 nehmen, der bestimmt die 2 Kilo auf die Waage bringt, auch wie hier wie dargestellt in der HiFi-Anlage sind auch Komponentenempfänger, die in Richtung 2 Kilo gehen, dann bekommen wir 298 Millionen Kilogramm, das entspricht 298.000 Tonnen Elektronikschrott. Und das Statistische Bundesamt hat zum Beispiel für 2018 in Deutschland ermittelt 853.000 Tonnen Elektro- und Elektronikgeräte-Schrott, die entsorgt wurden. Dabei sind auch alle Hausgeräte, Herde und so weiter mit dabei. Wir sehen also, welcher Riesenanteil an Elektroschrott dazukommt. Was immer erzählt wird natürlich, ist, dass jetzt das kristallklare DAB jetzt ein ganz neues Radio ist. Das ist natürlich ein Marketing-Sprech. UKW ist ein nicht datenreduziertes System, DAB Plus ist ein datenreduziertes System. Wenn der UKW-Empfänger in der Begrenzung arbeitet, das heißt also bei ausreichender Feldstärke, und das ist bei den Sendeabdeckungen heute fast immer der Fall, dann ist auch das Signal störungsfrei. Während DAB Plus auch jetzt Probleme bekommt in Häusern, die mit Stahlbeton gebaut sind, im Indoor-Empfang. Also es wird jetzt sehr unfairen Vergleich gemacht. Die Zusatzdienste, die jetzt DAB Plus noch ermöglicht, wird heute kaum jemand in Anspruch nehmen, weil ja jeder ein Smartphone hat. Und viele hören ja auch nicht mehr über den Radioempfänger jetzt Audiosendungen, sondern über das Smartphone. Das heißt also, die Einführung eines flächendeckenden DAB Plus Netzes könnte man eigentlich auch in Frage stellen. Jedenfalls bleibt festzustellen, was wir aufgrund der immer häufigeren Standardwechsel an Elektronikschrott produzieren. Dann gibt es man müsste natürlich auch den Konsumenten befragen. Die Zeitschrift Stereo hat im August 2021 eine Umfrage gemacht. Wie stehen Sie zur drohenden Abschaltung von UKW? Da ist jetzt, wir sehen auf diesem Kreisdiagramm, 8%, also der blaue Anteil, ist der Meinung, UKW ist ein alter Zopf, unverzichtbar, dem digitalen Fortschritt gehört die Welt, das sind 8%. Und jetzt der rote Anteil, ich bin klar für den Erhalt von UKW, möglicherweise auch wegen des regionalen Katastrophenschutzes. Das sind 82%. Und drittens,
Ich sehe bei beiden Vor- und Nachteile, aber Radio interessiert mich generell wenig, daher enthalte ich mich. Also wir sehen, eine riesige Mehrheit hat hier für den Erhalt von UKW plädiert. Auch die Fadenscheinungen-Argumente, dass jetzt die Sendeleistung geringer sein müsste bei DAB Plus, ist nicht richtig. Das würde nur der Fall sein, wenn wir ein ausgebautes, engmaschiges DAB Plus Netz hätten mit sehr vielen kleinen Sendern. In Praxis sind an die alten UKW-Sendestandorte DAB Plus Sender gesetzt worden, und die müssen dann auch leistungsstark sein, um nämlich überhaupt die Abdeckung zu erreichen, die UKW schon besitzt. Wir sehen also, wir sollten uns alle überlegen, was diese andauernde Standardwechsel für unsere Nachhaltigkeit und die Umwelt bedeutet. Ja, vielleicht auch noch ein kleines Beispiel. Wir haben hier den Satellit 2100 von Grundig. Der ist 1976 bis 1979 gefertigt worden. Also ist über 45 Jahre alt. Und wenn wir ihn einschalten, dann hören wir, dass er immer noch exzellent auf unserer Kurzwelle Musik und Sprache wiedergeben kann. Über ein Like würden wir uns freuen. Jedenfalls danken wir, dass ihr unseren Podcast gehört habt. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.